Es ist der Startschuss für eine grünere Zukunft in der Logistik. Als erstes Schweizer Transportunternehmen hat die Firma Schöni 22 LNG-Lastwagen angeschafft. Die sogenannten Green Trucks werden mit verflüssigtem Erdgas, kurz LNG, angetrieben. Daniel Schöni hat sich die Investition in eine völlig neue Technologie gut überlegt. Und als ich dann die Zahl der LKWs in Europa endlich in Google gefunden habe und da hochgerechnet habe, was wäre, wenn das alles LNG-LKWs wären, dann gibt das CO2-Einsparungen, die sind so riesig, dass ich gedacht habe, irgendjemand muss den ersten Schritt machen in der Schweiz. Darum habe ich gesagt, also dann werden wir es sein. Konkret produziert ein Green Truck der Firma Schöni 55% weniger Stickoxide, 50% weniger Lärm und 15% weniger CO2. Ein Flüssiggaslastwagen hat eine Reichweite von rund 1100 Kilometer. Damit stellt die LNG-Technologie Alternativen wie beispielsweise Elektrolastwagen klar in den Schatten. Für Daniel Schöni sind diese Kennzahlen aber nicht unbedingt der Hauptgrund, wieso er auf Flüssiggas setzt. Ich glaube, noch fast wichtiger ist die Frage nach dem Wasser. Würde man diese Flotte elektrifizieren, würde das 350 Millionen Liter Grundwasser kosten. Und ich glaube, das ist nicht vertretbar. Am großen Enthüllungsanlass auf dem Gelände der Firma Schöni in Rotrist waren viele prominente Gesichter aus Wirtschaft und Politik zu Gast. Auch Ueli Gietzendanner, Nationalrat und selber Transportunternehmer, ließ sich von der LNG-Technik überzeugen. Also Schöni ist hier ein Pionier, das muss man ehrlich sagen und ehrlich gratulieren. Wir werden alle umstellen mit der Zeit, er macht jetzt die Pioniertat und darauf sind wir besonders stolz. Ja, wir sind sehr beeindruckt und auch dankbar, dass die Firma Schöni Transport AG so innovativ ist. Wir wissen, dass wir innovative KMUs haben im Kanton Aargau und das ist wieder ein Praxisbeispiel. Das sind Firmen, die vorwärts gehen, Firmen, die Risiko übernehmen und eben auch innovativ sind und das ist erfolgreich und da sind wir sehr stolz und gratulieren ganz herzlich. Gleich am Steuerplatz nahm Adrian Amstutz, der Nationalrat und Zentralpräsident des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands, ist stolz, dass ein Schweizer Transportunternehmer in eine noch eher unbekannte Technologie investiert. Ja, unabdingbar. Es geht ja nicht nur darum, ob man investieren will, man muss es auch tun. Und ich glaube, der Tatbeweis zeigt hier, dass die Firma Schöni gut unterwegs ist. Ob sich die LNG-Technologie in der Schweizer Logistikbranche durchsetzt, kann die Herstellerfirma Scania im Moment noch nicht sagen. Die Flüssiggaslastwagen werden hierzulande noch nicht in grossen Mengen verkauft. Dies hat aber einen einfachen Grund. Grosse Hemmnisse sind in erster Linie, dass es kein Tankstellennetz gibt. LKWs abzuliefern, ohne dass sie sie in der Schweiz anständig betanken können, ist äußerst anspruchsvoll. Wir haben einen Weg gefunden. Aber sobald Tankstellennetze verfügbar sind, wird das natürlich bedeutend einfacher. Die Firma Schöni plant bereits eine eigene LNG-Tankstelle in Rotrist. Und auch der Detailhändler Lidl baut in seinen Verteilzentren Flüssiggas-Tankstellen. Die Schöni-Tochter Tourtrans fährt ab diesem Sommer mit den Green Trucks dann auch für Lidl. Wir betreiben kein Marketing. Also das hier ist, es ist uns tatsächlich ein Anliegen, die Logistik nachhaltiger zu gestalten, weil wir ein Emittent sind, weil wir einen Teil von den CO2-Emissionen verursachen im Güterverkehr in der Schweiz. Die 22 neuen Scania LNG-Lastwagen der Firma Schöni sind seit dem Frühjahr 2019 auf den Straßen in der Schweiz und in Italien anzutreffen. Mit der Pionierrolle zeigt das Rotrister Transportunternehmen eindrücklich auf, dass ein umweltfreundlicher Straßentransport möglich und wirtschaftlich ist.